Schwesterherz, das Bad ist frei. Okay, danke dir. Schwesterherz, tagsüber war sie doch so aufgeweckt. Hat dieser Affe ihr etwa was angetan? Das werde ich ihm niemals verzeihen! Was soll ich jetzt tun? Kann ich überhaupt noch etwas tun? Soll ich den Strippenzieher ausfindig machen? Nein, wenn ganz Academy City für die Experimente verantwortlich ist, bringt mir das überhaupt nichts. Wer kommt überhaupt auf die Idee, so ein krankes Projekt durchzuführen? Moment! Deshalb haben die meine Angriffe nicht veröffentlicht. Sie wollen nicht, dass die Bevölkerung von den illegalen Klonexperimenten erfahren. Aber was ist, wenn ich dieses Teil zerstören könnte? Dann könnte nicht mal Academy City das Ganze vertuschen. Aber wenn ich das tue, dann könnte ich nie wieder ein normales Leben führen. Meinetwegen mussten bereits über 10.000 Mädchen ihr Leben lassen. Und ich glaube immer noch an ein normales Leben. Du, Kuroko? Ja? Was ist denn, Schwesterherz? Naja, mal angenommen, ich würde etwas tun, was Academy City ins Chaos stürzen würde. Was würdest du tun? Wenn du den Saft meinst, den du immer aus den kaputten Automaten klaust, dann kannst du doch einfach damit aufhören. Der hat in meinem ersten Jahr meinen 10.000-Yen-Schein gefressen, also ist das in Ordnung. Nein, ich meine, wenn ich etwas Grundfestes in Academy City bedrohen würde. Ich kann mir keinesfalls vorstellen, warum du mir überhaupt so eine Frage stellst. Aber wenn irgendjemand den Frieden dieser Stadt bedrohen sollte, werde ich meine Pflicht erfüllen müssen. Selbst wenn du dieser jemand sein solltest. Du nennst mich zwar die ganze Zeit Schwesterherz, aber letztendlich ist das alles nur Gerede. Das verstehst du falsch. Mir ist einfach nur bewusst, dass du niemals auf die Idee kommen würdest, unserer Stadt irgendwas anzutun. Reingelegt? Das war doch nur Spaß. Das war nicht witzig, Schwesterherz. Gott sei Dank. Komm doch etwas näher, Schwesterherz. Wenn ich das Projekt aufgehalten habe und Kuroko diejenige ist, die mich verhaftet, nun, damit könnte ich leben.